Andreas, der Dieter Ammann hat ein Klavierkonzert für dich geschrieben. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Ja, also es bestand ganz klar der Zusammenhang zu Luzern, weil ich habe Dieter am 50. Geburtstag von meinem Bruder kennengelernt. Und wir haben eigentlich seitdem immer wieder vom Klavierkonzert gesprochen. Ich habe ihn dann in Wien getroffen und habe gesagt, wie ist es, wie stehst du dazu, möchtest du das machen? Und es ging immer wieder ein bisschen positiver daher, bis wir dann sagten, ich habe irgendwann mal gesagt, Dieter, jetzt muss es passieren oder es passiert nicht. Und dann haben wir uns angefangen, auf die Suche zu machen nach Partnern. Und das war eine schwere Arbeit. Ich habe noch nie so viele Neins überholen müssen, und damit das Projekt zustande kam. Aber am Schluss haben wir einen Riesenerfolg mit dem Stück weltweit, und freuen uns, dass dieses Jahr auch in Luzern und auch in Edinburgh zu den eigentlich für 2020 geplanten Aufführungen kommt. Das Corona-Jahr hat uns alle, oder die zwei Corona-Jahre haben uns alle natürlich verzögert, aber auf eine Art ist es auch schön, weil natürlich habe ich das Stück jetzt auch schon mehrmals gespielt, und ich freue mich auf diese Vorbereitung jetzt für diese Höhepunkte diesen Sommer. Und das ist ein einzigartiges Werk geworden. Da kommen wir gleich noch zu, über das Einzigartige dieses Werks. Ich wollte noch mal auf die Vorbereitungszeit. Im Englischen sagt man so Plot, Sweat and Tears. Was waren so die besonderen Herausforderungen? Welche kniffligen pianistischen Aufgaben gab es zu lösen für dich? Das sind immer die gleichen, die immer noch bestehen. Es ist ein sehr, sehr dichter Klaviersatz. Das Klavier spielt andauernd und kämpft andauernd gegen ein sehr großes Orchester, das mit sehr hohen Metronomzahlen, die wir auch manchmal schon erreicht haben und dann auch mal wieder runtergeschraubt haben, um der Klarheit willen. Es ist eine Explosion von einer Dichtigkeit, die nicht vorstellbar ist in der Musik. Und nochmal in diesen Probeprozess hinein geschaut. Habt ihr auch zusammen im Vorfeld gearbeitet? Hat er mit dir schon bestimmte pianistischen Probleme angeschaut oder kamst du irgendwann die Noten und dann musstest du da dich mit auseinandersetzen? Nein, es gab Treffen, und wo ich ihm manche Sachen, ich habe in der Zeit gerade Turangalila gespielt und habe ihm gezeigt, was so alles möglich und unmöglich ist auf dem Klavier. Er hat sich natürlich auch sehr gut selber ausgekannt in der Materie, aber um zu zeigen, wie ein eigentlich auch für die klassische Musik bekannter Pianist auch ausschweifen kann in größere Handfertigkeiten. Und das wollte ich ihm unbedingt zeigen. Ich hatte ganz früh angesprochen, dass ich nicht zu viel im Klavier passieren lassen möchte. Das hat ein rein technisches Problem. Man bekommt in den Sälen fast nie die besten Flügel, wenn da sehr viel im Klavier geschrieben ist. Und ich hatte auch angedeutet, dass ich, was ja dann auch passieren konnte, dass ich das Stück zusammen mit zwei anderen Meisterwerken des 20. Jahrhunderts aufnehmen möchte, nämlich mit dem Ravel Linken Handkonzert und Bartok Dritten Klavierkonzert. Und so sind durchaus in dem Dieter Ammann Klavierkonzert kleine Andeutungen an diese beiden anderen Werke auch entstanden. Was natürlich ungewöhnlich ist, das Schöne an dem Prozess heutzutage, mit lebenden Komponisten zu arbeiten, dass solche Fantasien hineinfließen können. Du hast das Stück jetzt schon häufig mit großem Erfolg gespielt. Es wurde hymnisch besprochen. Es gibt sogar einen Film darüber. Warum kommt das Stück so gut an? Was sind seine Stärken? Was macht es einmalig? Ein Kritiker, oder ich sage lieber Journalist, hat es ein Roadmovie genannt. Und das könnte es eigentlich sehr gut beschreiben.
Es ist durchaus modern geschrieben. Es benutzt aber dennoch eine gewisse Tonsprache, die, es wird auch manchmal als Jazzig beschrieben, was ich eher, ich weiß auch, Dieter mag das nicht so sehr und ich weiß es eigentlich auch ab, weil der Komponist steht vor dem Problem, welche Sprache möchte ich sprechen heutzutage. Viele sind schon gesprochen worden. Benutze ich Zwölftontechnik? Gehe ich ganz weit davon weg und gehe wieder in ein musikalisches Zentrum, was unseren Ohren schneller gefällt? Und bei Dieter ist die Herkunft von der Jazzmusik zwischendurch zu hören, aber er benutzt es praktisch als Grundstein für seine Kompositionstechnik und aus diesem kreiert er etwas, ein Kunstwerk, das so dicht und gewaltig daherkommt, dass es mit Jazz zu vergleichen wäre, fast wie wenn man Van Gogh einen Pointillist bezeichnen würde. Gleiche Technik, gleiche Grundsprache manchmal, aber es geht in eine Dichtigkeit und vor allem natürlich für uns, ich spiele ja jedes Mal die gleichen Noten, also außer wenn ich daneben haue. Aber es ist eigentlich konzipiert als Kunststück. Und das hört man. Andererseits sind die Rhythmen natürlich zu erkennen zwischendurch. Und das macht auch Freude. Auch die gewaltige Anstrengung, die ich mir antun muss, ist visuell, glaube ich, einfach interessant, obwohl ich es so stark übe und geübt habe, dass es mir am Schluss dann eigentlich leicht fällt. Aber das ist als Gesamteindruck, glaube ich, einfach überwältigend. Susanna Melki ist auch, genau wie du, mit dem Klavierkonzert eng verbunden. Sie hat es auch schon häufig mit dir zusammen gespielt. Kannst du was über die Zusammenarbeit mit ihr sagen? Ja, das ist also ganz fantastisch, weil sie hat eine unglaublich klare Schlagtechnik und einen Überblick über die Musik und eine Ehrlichkeit im Zugang. Wir haben zum Beispiel jetzt für die Sommerkonzerte, obwohl wir es jetzt schon mit dem Orchester auch im Konzert gespielt haben und aufgenommen haben, fliege ich noch zweimal nach Helsinki im August zu proben. Und das ist exzeptionell in dem Musikgeschäft. Das ist schon eine Angangsweise, eine Ehrlichkeit zur Materie, dass wir sagen, okay, wir sind beide vorbereitet, im Prinzip können wir es, aber wir wollen diese extra Probe machen, damit wir uns noch wohler fühlen, damit noch mehr im Moment entstehen kann. Und das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich heutzutage. Da freue ich mich sehr darüber. Andreas, ganz vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns sehr auf die Aufführung. Endlich, nachdem wir es 2020 geplant haben, nun 2022 im Rahmen des Resonanzstifterkonzerts der Hans-von-Siemens Musikstiftung. Du warst in München auch dabei, oder? Ich habe es in München gehört, ja. Ja. Nein. Und ich kann mich nicht satt hören. Es ist ein Stück, was man gerne, gerne mehrfach hört. Und immer wieder neue Sachen entdeckt. Und der Genuss wird eigentlich immer größer, je mehr man es gehört hat. Und das spricht eigentlich nur für die Qualität der Musik und eurer Aufführung. Ja, nein, das ist fantastisch, natürlich. Und ich freue mich besonders, dass wir auch in diese High-Stakes-Arena von Luzern damit kommen dürfen. Und das ist immer sehr, sehr besonders. Ein Klavierfestival habe ich es immer als Wimbledon des Klavieres bezeichnet. Ja. Das ist schon eine ganz fantastische Atmosphäre dort, weil man einfach immer nur von den Besten umgeben ist. Das ist schon toll.